Österreichs Jugend wird immer dicker. Die Medizinische Universität Wien liefert alarmierende Daten. Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung lassen das Gewicht junger Menschen immer mehr aus den Fugen geraten. Der Anteil der Fettleibigen unter jungen Männern hat sich in den vergangenen 15 Jahren von 5,8% auf 10,4% fast verdoppelt. Analysiert wurden Gewicht, Größe und Body Mass Index von 850.000 Stellungspflichtigen zwischen 2003 und 2018. Was sind die Ursachen des stetig steigenden Übergewichts? Wann gelten wir als zu dick? Und wie können wir diesen Trend der immer mehr werdenden Fettleibigkeit durchbrechen? Und damit willkommen zum Profil-Talk. Heute bei mir im Studio Profiljournalist Robert Treichler. Schön, dass du da bist, Robert. Freut mich. Hallo. Warum ist denn Österreichs Jugend zu dick? Kann man das so pauschal beantworten? Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Man muss dazu sagen, das ist kein spezifisch österreichisches Phänomen. Das ist international in der westlichen Welt, ausgehend von den USA, seit längerem so. Wir sind ein bisschen eigentlich Nachzügler, aber jetzt erwischt es uns wirklich langsam sehr stark. Warum werden die Kinder dicker? Das hat mit der Bewegung zu tun, mit der mangelnden Bewegung, und das hat mit der Ernährung zu tun. Das klingt banal, ist es aber nicht. Ja? Die Frage ist, warum ernähren sich oder warum werden Kinder immer schlechter ernährt? Und warum bewegen sie sich immer weniger? Warum sie sich immer weniger bewegen, gibt es wahrscheinlich eine deutliche Vermutung, nämlich die Endgeräte, das Handy, die Computer, das Gaming, das elektronische Gaming, das in weiten Teilen das analoge Spielen abgelöst hat. All das spielt eine Rolle. Das sind eigentlich die Faktoren, die man, möchte man glauben, eh schon kennt, aber das Ganze ist dann doch ein bisschen komplexer. Es hängt ja mit vielen anderen Faktoren auch noch zusammen, die da gewaltig reinspielen, oder? Ich glaube, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass man mithilfe der Medizinischen Universität Wien auf eine Studie zugreifen konnte, die die Daten von eben 850.000 jungen Männern erhoben hat bei der Stellung. Warum nur Männer? Weil nur Männer zur Stellung gehen, dann geht es um die Wehrpflicht. Doch wir haben auch gefragt, ob das jetzt für Frauen gleichermaßen gilt, es gilt für Mädchen, Frauen in gleichem Maße. Das heißt, die Tatsache, dass das jetzt männliche Studienobjekte waren, ist nicht schlimm. Das Interessante ist, daraus zeigt sich auch, dass das einen Zusammenhang hat mit dem Bildungsgrad. Je besser gebildet jemand ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an Übergewicht leidet oder überhaupt an Adipositas, an Fettleibigkeit. Und es wird auch gewissermaßen vererbt. Vererbt heißt jetzt aber nicht notwendigerweise, dass das nur genetisch ist. Also wenn zwei Elternteile da sind, die beide übergewichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind übergewichtig wird, sehr, sehr groß. Das heißt aber nicht, dass das genetisch nur genetisch sein muss, sondern ein Arzt sagt im Profil auch, Kinder imitieren die Eltern in vielen Dingen. Die wachsen damit auf und sehen die Ernährungsgewohnheiten unterbewusst, essen natürlich mit, merken auch, wie viel man zu sich nimmt, wie oft man isst, was man isst. Und das lernen sie unbewusst und das prägt sie. Und es ist ganz, ganz schwierig, aus diesem einmal Erlernten wieder herauszukommen. Aber hängt gesunde Ernährung auch mit dem Einkommen zusammen? Denn wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich in einen Bio-Supermarkt gehe und mir da ein Menü zusammenstelle für eine vierköpfige Familie oder zum Burgerladen gehe, wo das Menü angeboten wird um vielleicht 2,50 Euro pro Person, dann sind das doch gewaltige Unterschiede, auch in dem, was ich ausgeben muss für gesunde Ernährung. Es ist einerseits, fehlt vielen, vielen Menschen das Wissen, einfach zu wissen, was tue ich meinem Kind an, wenn ich ihm permanent süßstoffhaltige Getränke gebe. Da wäre es keine Frage des Geldes, denn Leitungswasser ist die viel billigere Alternative. Man muss es wissen. Viele, viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, geben das ihren Kindern, weil die haben es gern, und damit haben die das erlernt, dass man dass Getränke süß sind, und dann wollen sie süße Getränke. Bei anderen Dingen, hast du völlig recht, ist es natürlich so, dass jetzt das frische Gemüse, das gut schmeckende etc., viele Dinge im Biomarkt besser wären, als jetzt mal schnell zu einem Burgerladen zu gehen, zu einem Fastfoodladen. Da geht es zum Teil natürlich auch ums Geld, auch um die Zeit. Also viele Eltern, die beide berufstätig sind, wenig Geld haben, die ernähren ihre Kinder natürlich, oder haben es nicht ganz leicht, ihre Kinder mit gesunder Ernährung zu versorgen.
Schauen wir mal auf die Bewegung. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon darüber diskutiert wird, über eine tägliche Sportstunde in der Schule. Jetzt gibt es irgendwo in Österreich, ich habe mich nicht mehr genau erinnert daran, ein Pilotprojekt, wo das jetzt durchgeführt wird. Sollte das nicht längst Usus sein an jeder Schule? Das ist ein Wunderpunkt, sag ich mal, eigentlich ein Schandfleck für Österreich. Es wurde längst schon beschlossen, mit allen Fraktionen im Parlament eine tägliche Turnstunde einzuführen. Die Schulen sind nicht in der Lage, viele haben die Räumlichkeiten nicht, die Turnsäle, das Lehrpersonal fehlt. Wir sind weit davon entfernt von einer täglichen Turnstunde. Ich habe selbst Kinder, es gibt keine tägliche Turnstunde. Im Gegenteil, der Turnunterricht ist der am öftersten ausfällt. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist auch jetzt mal abgesehen davon, was man den Kindern antut. Übergewichtige Kinder haben alle möglichen Probleme. Die werden gemobbt. Die können sich an ihrem Leben nicht so sehr erfreuen, wie wenn sie nicht übergewichtig werden. Und es hat auch einen volkswirtschaftlichen Schaden natürlich. Es ist ein Krankheitsbild und hat im späteren Lebensverlauf Folgewirkungen. Also viele, viele Krankheiten werden begünstigt durch Fettleibigkeit. Wie kann ich es denn als Elternteil selbst auch erkennen, wo ich sage, okay, jetzt wird es vielleicht bedenklich auch bei meinem Kind? Möglicherweise achten viele, viele Eltern nicht so sehr darauf. Man gewöhnt sich auch, dass das Kind immer schon ein bisschen dicker ist und redet sich aus auf Babyspeck, der nicht weggeht oder so. Aber tatsächlich wiegen und messen was anderes und was Besseres gibt es in Wahrheit nicht. In der Profilausgabe findet sich auch die Formel für den sogenannten Body Mass Index, der anzeigt, wie viel Gewicht pro Größe man hat und wo der Normalbereich wäre. Wenn man da drüber ist, deutlich drüber, oder wenn das Kind da deutlich drüber ist, dann sollte man agieren. Als Elternteil selbst, was kann ich denn unternehmen? Okay, wir wissen auf gesunde Ernährung schauen, aber fehlt eben, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht auch oft das Bewusstsein genau dazu? Das Bewusstsein fehlt und natürlich wäre von Anfang an das Beste, ein gutes Vorbild zu sein. Also mit Kindern Sport zu machen und selbst auch Sport zu machen, sodass die Kinder das einfach merken, dass das ein Teil des Lebens ist und dass das auch freudvoll ist, dass die Spaß daran haben an der Bewegung und nicht einfach vor dem Gaming-Computer sitzen. Und ich weiß selbst, es ist schwierig. Ja? Die Verlockungen durch diese eigentlich ja großartigen Spiele, die da entwickelt werden, ist einfach riesengroß. Und zu sagen, wir gehen jetzt raus und spielen Fußball oder gehen Radfahren, ist manchmal nicht ganz einfach. Aber das Vorbild wäre das Wichtigste. Die Body-Positivity-Bewegung, die seit Jahren eben auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden ist, eigentlich ja was Gutes, wo man sagt, okay, jeder soll so sein, wie er eben ist. Aber kann das eben auch wie ein Bumerang wieder zurückschlagen? Weil bei Fettleibigkeit, dann wird es ja doch bedenklich, wenn man da sagt, das ist gut, wie du bist. Man sollte Fettleibigkeit auf keinen Fall verharmlosen. Das ist ein Krankheitsbild. Das ist etwas, wovon man wegkommen sollte. Das Gute an der Body Positivity Bewegung ist, dass sie im Prinzip signalisiert, es soll kein Stigma sein. Es soll nicht, auch wenn jemand dick ist, das heißt nicht, dass er oder sie irgendwo nicht mitmachen kann. Es gibt in jeder Sportart sollen auch übergewichtige, fettleibige Menschen möglichst mitmachen. Die sollen nicht das Gefühl haben, sie müssen sich verstecken und besser nicht mitmachen. Das ist auch eines der Probleme. Also wir haben auch meine Kollegin Franziska Tschugan hat auch mit einem mittlerweile 19-Jährigen gesprochen und der erzählt, für ihn war natürlich der Turnunterricht eine Plage. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, man versucht das zu vermeiden. Es tun dann immer mehr die Knie auch weh, die Gelenke schmerzen und man wird ausgelacht, man schafft vieles nicht. Dagegen ist die Body Positivity Bewegung tatsächlich positiv, weil sie den Leuten sagt, ihr braucht euch nicht zu schämen, macht mit. Jeder, auch wenn er übergewichtig ist, kann überall mitmachen. Im neuen Profil, welche Lösungsansätze vielleicht oder welche Awareness schafft ihr jetzt da im neuen Heft? Einer der Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, sagt eigentlich, am besten wäre die Ganztagsschule, in der die tägliche Bewegungsstunde integriert ist, sodass alle Kinder dazu angehalten sind, gar nicht auskönnen, wenn man so will, und täglich Bewegung machen und auch von der Ernährung her. Wichtig wäre es, an den Schulen auch Ernährung zu lehren. Das muss jetzt kein langes Fach sein, aber in irgendeinem Gegenstand einfach Ernährung
bewusst zu machen. Auch der Bub, um den es auch geht in der Profilgeschichte, sagt, er hatte dann einen Lehrer, der bemerkt hat, dass der Bub eben immer dicker wird, und der hat ihn dann zur Seite genommen und hat ihm begonnen, das zu erklären, und hat zum Beispiel auch gesagt, also Vorsicht bei Getränken, denn die sind es oft, die zu Beginn, also wo das Übergewicht beginnt. Und der Bub ist dann draufgekommen, er kann eigentlich Wasser oder Mineralwasser trinken, und das tut ihm viel besser. Es hapert ja oft auch schon beim Angebot vom Schulbuffet, oder? Also da mit der Wurstsemmel und mit dem Nusskipferl etc. vielleicht mal auf das gesündere Schnittlauchbrot umsteigen. Klar, ich glaube, wir alle wissen, es ist nicht so leicht. Ich meine, der Betreiber des Schulbuffets sagt, wenn ich jetzt nur gesunde Sachen anbiete, rennen alle in der Pause raus zum Supermarkt und holen sich dort was, und mein Schulbuffet funktioniert nicht mehr. Aber so ist es. Ja. Man müsste tatsächlich diese Dinge klüger auch an die Kinder bringen. Ich denke mal auch im Freibad, in manchen Freibädern, das Essen, das dort angeboten wird, man kommt da kaum aus. Mhm. Danke dir, Robert. Reinschauen ins neue Profil, da lesen Sie eine Menge eben über die Ernährung unserer Jugend. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.